jetzt Silvester, 23.55 Uhr und der letzte Akt heute des Langwellenstarts. Freund des Deutschlandradios hier mit meiner stationären Drehkondensator und eine Diode, eine Germanium-Diode. Ich habe Grimmelton in Schweden dem... Hallo liebe Radiofreunde, wir sind jetzt hier in Neumünster in unserer Pension und hören mit einem roten Radio. Kinder wissen natürlich, rote Radios gab es sicher nur in der DDR. Das ist aus dem Jahr 1973, hören wir jetzt in den Deutschlandfunk und Wender Neumünster. Wir sind ungefähr 5 Kilometer Luftlinie entfernt und ich habe, hoppla, jetzt ist die Antenne runtergefallen, das macht aber nichts. Ich habe jetzt hier so ein selbstgebautes Gerät mit einer EM84 als Audionröhre, nicht sehr empfindlich, aber... Mit ein bisschen Drücken. In meinem Leben gab es keine vergleichbare Erfahrung. Und das schien zu bedeuten... Also auf die Entfernung funktioniert es auch mit einer Luftspule als Antenne. Ich lebte, wie wohl die meisten, zu weit weg von dem... Geht ganz gut. Und die anderen, die wenigen, sah man es ihnen an. Und wir werden dann jetzt zum Sender fahren und da machen wir dann unseren obligatorischen Detektorempfang mit Lautsprecher. Und wie es in dem Sender aussieht, das zeigen wir euch dann am 1. Januar des Jahres 2016, da der Sender abgeschaltet ist und wir dann auch da die Innenaufnahmen dort machen. Liebe Radiofreunde, wir sind da. Wir haben es geschafft. Wir sind hier am Sender Neumünster, der in den 60er Jahren gebaut wurde. Er sendet leider nur noch mit 300 Kilowatt und wir haben wieder unsere obligatorische Detektorempfangsanlage aufgebaut. Und hier brennt natürlich die Luft. Also ich habe hier eine gute Erde an diesem Zaunteil. Und hier 2 Meter Draht und ich stecke mal den hoch oben in den Lautsprecher heran. Und das 14. Quartal in Folge mit geringerem... Hoppla, ist die Erde ab. Dollarkurs zu schaffen, aber auch die Entwicklung hin zur Cloud, also zum Geschäft mit Software, die nicht auf lokalen Arbeitsplatzcomputern läuft. Das also Detektor, Lautsprecherdetektorempfang hier in Sendernähe. Es geht natürlich auch ohne Erde. Und ich höre sogar was, wenn ich hier, ich weiß nicht, ob der Kameramann das einfangen kann, wenn ich das hier alles rausmache. Also Empfang nur mit dieser kleinen winzigen Spule jetzt hier in unmittelbarer Nähe vom Sender. So, ihr wisst ja alle, wie das klingt und ihr habt ja alle selber mal gefasst. Freunde, wir sind jetzt hier wieder in Neumünster und es ist jetzt 17.57 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und wir könnten das zwar auch zu Hause empfangen, aber hier geht es natürlich besser. Und die Dänen machen uns das vor. Die schalten nämlich einen Langwellensender Kalundborg extra für den Seewetterbericht ein. Und hier kann der Kameramann vielleicht mal... Südwest 12 Meter per Sekund Kurs schaffen. Südwest 4 Meter per Sekund. Gormfeltet. Südwest 9 Meter per Sekund Ekofisk. Südwest 7 Meter per Sekund. Ja, da funktioniert das, aber eines der reichsten Länder der Welt kann sich das natürlich nicht leisten, einen Seewetterbericht über den Rundfunk abzustrahlen. Und wenn wir zu Hause sind, dann werden wir mal in Dessau mal vielleicht einen Versuch machen, den Sender dort mal mit Pausenzeichen aufzunehmen und das euch mal zu zeigen. Und nun blenden wir uns ein den Seewetterbericht. Deutschlandfunk, 21.05 Uhr, die Verkehrslage. Die A61 Ludwigshafen Richtung Koblenz ist zwischen Kreuz Ludwigshafen und Kreuz Frankenthal wegen Bauarbeiten bis Freitag früh gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. A1 Köln Richtung Euskirchen, zwischen Gleuel und Hürth, 3 Kilometer stockender Verkehr. A2 Hannover Richtung Dortmund, zwischen Bielefeld Süd und Kreuz Bielefeld, 1 Kilometer stockend. A2 Dortmund Richtung Hannover, zwischen Dreieck Hannover West und... Der Seewetterbericht auf der Frequenz Mittelwelle 1269 kHz. Zunächst die Wasserstandsvorhersage des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, herausgegeben am 21.10. um 20 Uhr GZ. Am Donnerstag werden das Morgenhochwasser an der deutschen Nordseeküste und in Emden
sowie das Vormittaghochwasser in Bremen und Hamburg 0 bis 2 Dezimeter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Der Seewetterbericht von heute, 21.10. 21 Uhr GZ, in den nächsten 12 Stunden ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind oder Sturm zu rechnen. Deutsche Bucht, südwestliche Nordsee, Fischer, Uzira,